Mein Name ist Christian Kittel, ich bin wissenschaftlicher Leiter beim Kompetenzzentrum Evolaris. Das Kompetenzzentrum Evolaris ist spezialisiert auf mobile Technologien und Anwendungen, insbesondere auf digitale Assistenzsysteme. Ich mache diese Tätigkeit hier schon seit über 14 Jahren, war davor Lektor an diversen Instituten und bin von der Ausbildung her Telematiker und Betriebswirt, habe an der Karl-Franzens-Uni promoviert und seit gut 5 Jahren jetzt Geschäftsführer von Evolaris. Meine These ist, dass in den nächsten 10 Jahren mehr als ein Viertel aller Jobs durch smarte Maschinen, durch Smart Machines übernommen werden wird. Und das wird unsere Gesellschaft ganz wesentlich verändern. Diese Aussage wird auch von beispielsweise Gartner-Analysten in dieser Form getroffen. Ein Beispiel für Entwicklungen in diese Richtung stellen etwa Drohnen dar. Sie kennen vielleicht die Entwicklung, dass Amazon mit Drohnen experimentiert und diese für die Auslieferungen einsetzen möchte. Das ist ein Beispiel, wo solche Smart Machines in Zukunft derzeit vorhandene Jobs verdrängen könnten, wäre im Logistikbereich. Aber da gibt es natürlich sehr viele andere Beispiele. Es gibt in Zukunft 3 Klassen von sogenannten smarten Maschinen. Es wird die Doers geben, also Roboter oder Maschinen, die Dinge erledigen, die mit Objekten interagieren können. Und es wird smarte Maschinen geben, sogenannte Sages, die Assistenz Leistungen bieten können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, indem sie Informationen bereitstellen. Sie können natürlich im schlechteren Fall natürlich diese Mitarbeiter auch ganz wegrationalisieren. Und wenn man sich anschaut, den IBM Watson, der schon vor inzwischen einigen Jahren die besten Jeopardy-Spieler der Welt geschlagen hat, dann erkennt man, dass inzwischen die Computer auf einem Leistungsniveau sind, dass sie viele auch natürlichsprachige Anfragen und damit auch in Zukunft viele Tätigkeiten, die man bisher landläufig als nicht automatisierbar bezeichnet hatte, selbstständig erledigen können. Das wird dazu führen, dass in Zukunft viele vor allem repetitive Tätigkeiten oder einfache Tätigkeiten durch solche Smart Machines ersetzt werden. Aber es gibt auch Bedrohungen für die höher qualifizierten Jobs. Ein Beispiel im Logistikbereich wieder. Es gibt bereits Assistenzsysteme für den sogenannten Picker im Hochregallager. Das ist derjenige oder diejenige Mitarbeiterin, die angeforderte Produkte aus einem Warenlager nehmen und an die richtige Stelle ablegen. Da gibt es etwa von der Firma Knapp Logistik jetzt schon ein System, dass man eine Datenbrille aufsetzt. Man wird dann wie mit einem Navigationssystem im Auto durch das Warenlager geleitet. Dann erscheint ein Pfeil auf das Produkt, das man picken soll, hält dieses Produkt kurz in die Kamera, da ist ein Barcode drauf, die Kamera erkennt, das ist das richtige Produkt, die Datenbrille meldet, wo das Produkt abzulegen ist und damit kann man eigentlich, ohne das Lager vorher zu kennen oder die Struktur des Lagers zu kennen, Menschen fast ungelernt durch Aufsetzen dieses Systems zum Picker machen. Wobei das natürlich sozusagen das Negativszenario wäre, dass die Menschen dann wie die Ameisen eigentlich durch das Zentrum geschickt werden. Das positive Szenario ist, wenn man die Menschen assistieren kann, wenn sie ihre Arbeiten besser und einfacher machen können, ohne ihnen dafür die interessanten Aufgaben abzunehmen. Also diese These wird die Gesellschaft deshalb nachhaltig verändern, weil in so kurzer Zeit noch nie so viele Änderungen bei Berufen oder eben Jobs eingetreten sind. Das heißt, man wird innerhalb von nur 10 Jahren ein Viertel aller derzeitigen Berufe wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr finden. So etwas hat es in der Vergangenheit, in der gesamten Geschichte nie gegeben und das spiegelt auch die enorme Komplexität und Dynamik in dem Bereich wider.
Logistik habe ich als Beispiel schon angeführt, aber es wird fast jeden Bereich unseres täglichen Lebens betreffen, vom produzierenden Bereich bis hin zum Dienstleistungsbereich, wo diese smarten Maschinen menschliche Berufe, so wie sie in der derzeitigen Form sind, nicht mehr zulassen werden oder ersetzen werden. Der Vorteil von der Entwicklung dieser Systeme ist, dass in Zukunft Menschen repetitive Tätigkeiten nicht wieder durchführen müssen. Das können smarte Maschinen in Zukunft ihnen abnehmen. Arbeiten, die wenig herausfordernd sind, wenig spannend für die Menschen, das wird in Zukunft durch solche intelligenten Systeme ersetzt werden. Im Umkehrschluss wäre es natürlich auch denkbar, wenn man sich anschaut, was IBM Watson heute schon zu leisten imstande ist, dass auch Arbeiten oder Tätigkeiten, die derzeit von hochqualifizierten Mitarbeitern verrichtet werden, auch die in Zukunft von smarten Maschinen übernommen werden. Und die Herausforderung ist es eben, diese Maschinen in der Gestalt auszuprägen, dass sie die Menschen wirklich assistieren und nicht die Menschen ersetzen. Das heißt, es soll nicht das Ziel sein, dass man in Zukunft Menschen wegrationalisiert und sagt, aus Kostengründen setzen wir nur noch Maschinen ein, sondern das Ziel soll wirklich sein, dass diese Maschinen uns allen das Leben erleichtern und eine bessere Lebensqualität ermöglichen, auch im Berufsleben. Das heißt, dass im Berufsleben solche Maschinen als unterstützende Maschinen zum Einsatz kommen, als Assistenzsysteme, die letztendlich die Fähigkeiten der Menschen erweitern können oder die Menschen von Tätigkeiten entbinden können, die diesen lästig oder beschwerlich sind. Und wenn man das konsequent weiterdenkt und sagt, okay, diese Maschinen sollen wirklich die Lebensqualität erhöhen für alle Mitarbeiter, für alle Menschen, dann wird es auch nicht zu der Entwicklung kommen, dass man sagt, die Menschen werden in der Arbeitswelt wegrationalisiert und es kommt zur Massenarbeitslosigkeit und damit zu Depressionen und möglichen gesellschaftlichen Verwerfungen, sondern dann kann es ein positives Szenario geben, wo man sagt, diese Maschinen unterstützen uns, diese Maschinen dienen der positiven Entwicklung der Gesellschaft. Also diese Welt kann ich mir durchaus vorstellen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Wenn man sich anschaut, die Entwicklungen, was vor 20 Jahren etwa im Raumschiff Enterprise zu sehen war, ist inzwischen praktisch alles Realität. Man kann inzwischen Essen aus dem 3D-Drucker produzieren, man hat die Datenbrillen. Inzwischen sind fast alle Dinge, bis hin zum Tricorder, den das MIT vor einem Jahr in Handgröße vorgestellt hat, Realität geworden. Der Schritt zu einer Datenbrille, die sozusagen vollflächig die Realität ausblendet und nur eine virtuelle Realität darstellt, ist ein kleiner. Denn letztendlich gibt es das ja schon. Vor kurzem hat Facebook Oculus gekauft, den Anbieter dieser Virtual Reality Datenhelme. Damit ist es zunächst möglich, dass man eine komplett virtuelle Realität erschafft und in diese eintaucht. Das funktioniert inzwischen vor allem durch dieses sehr gute Motion Tracking des Kopfes so gut, dass man wirklich das Gefühl hat, man befindet sich in einer anderen Realität. Wenn man das jetzt noch kombiniert mit Kameras, die die Realität aufnehmen, dann kann man auch augmentieren die Realität. Sagen, ich spiele genau die Informationen aus der Realität ein, die gerade notwendig oder sinnvoll sind und blende den anderen Teil aus oder ersetze ihn durch mir liebsame Informationen. Also vorstellen kann ich mir das sehr gut. Ich denke, dass in einigen Bereichen, ob im Spielebereich oder auch im Adult-Bereich, das relativ schnell kommen wird, dass man solche Datenbrillen einsetzen wird. Nicht umsonst hat Facebook über 2 Milliarden Dollar dafür gezahlt. Dass das durchgängig bei allen Menschen immer der Fall sein wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Menschen trotzdem noch die Realität spüren und erleben wollen. Das Erlebnis, die User Experience ist immer noch eine andere, wenn man wirklich ein Bier trinken geht mit einem Bekannten, als wenn man virtuell ein Bier konsumiert. Aber
das schließt nicht aus, dass die Entwicklung auch hier so weit weitergeht, dass man sagt, an und für sich kann ich die gesamte Realität abbilden. Ein Beispiel, ich habe vor 2 Jahren den Google-Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Eric Schmidt, bei einer Präsentation in Barcelona gesehen, und er hat gesagt, sie entwickeln Systeme, wo Präsenzsysteme, wo man virtuell beispielsweise an einem Konzert teilnehmen kann. Und das Erlebnis ist inzwischen so real, durch taktiles Feedback, wo man den Bass spürt, durch Datenbrillen, durch Immersive Sound, wie er es genannt hat, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist bei dem Konzert. Man spürt die anderen Besucher am Datenanzug. Das heißt, man kann sich inzwischen im Labor wirklich schon in eine andere Realität begeben. Und wenn Sie selbst einmal eine Datenbrille wie die Oculus Rift aufgesetzt haben, dann sehen Sie recht schnell, das kann wirklich dazu führen, dass man sich ganz in dieser Realität verliert und dass man sogar das Gleichgewicht verliert, beispielsweise wenn man diese bekannte Achterbahnfahrt da mitmacht. Und insofern wird es manchmal durchaus sinnvoll sein, dass man sagt, man kann einer Realität entfliehen, beispielsweise einer sehr unangenehmen Realität, und das werden Menschen auch nutzen, so wie das auch derzeit schon der Fall ist, noch vor dem Monitor, wo es ja auch schon viele Internetabhängige teilweise gibt, ja, die sich in eine virtuelle Welt flüchten. So kann dieser Eindruck natürlich noch verstärkt werden durch eine Datenbrille, eine vollflächige Datenbrille, und wenn man das weiterdenkt, kann man sogar sagen, diese Menschen leben dann wirklich in dieser virtuellen Realität. Bei der digitalen Gesellschaft von morgen gibt es aus meiner Sicht 2 Szenarien. Eines, das George Orwell schon mit seinem Roman 1984 gezeichnet hat. Es gibt 3 Supermächte, die ständig miteinander im Krieg sind. In unserem Fall wäre das dann ein digitaler Krieg, wo ständige Cyberangriffe stattfinden. Alle Gegenstände unseres täglichen Lebens sind über das Internet miteinander vernetzt und dadurch aber auch extrem anfällig für Angriffe, für Cyberangriffe. Das heißt, in Zukunft wird es möglich sein, dass man Tore, Türen auf Knopfdruck ändert, im schlimmsten Fall durch Autos, die mit dem Internet verbunden sind, durch Hacken ins Lenkrad greift und Unfälle verursacht. Das ist sozusagen die negative Welt, die ich mir vorstellen kann. Die positive Welt wäre, dass wir die Technologien wirklich als Assistenzsysteme begreifen und verstehen und dass wir die Unzulänglichkeiten, die wir beispielsweise im körperlichen Bereich haben, die wir im kognitiven Bereich haben, durch diese Assistenzsysteme unterstützen und ausgleichen und diese Systeme wirklich zum Positiven genutzt werden. Beides kann ich mir vorstellen. Ich denke, es wird weder das eine noch das andere vollständig eintreten. Ich sehe die Gefahren im Bereich Security und Privacy sehr stark auf uns zukommen, weit mehr noch, als sie derzeit beispielsweise durch den Snowden-Bericht schon offensichtlich geworden sind. Wenn in Zukunft, und die Prognose sagt bis 2020, 50 Milliarden Dinge direkt mit dem Internet verbunden sein werden, auch Dinge unseres täglichen Lebens, dann werden eben diese Gefahren, dass beispielsweise jemand die Haussteuerung des Lichts übernimmt über das Internet, und das wird nur der Anfang sein, sehr virulent werden. Andererseits sehe ich durchaus aus die positiven Entwicklungen. Wenn Google also Anfang dieses Jahres eine Datenlinse vorgestellt hat, die ständig den Glukosewert im Auge misst und damit das Stechen für Diabetiker sozusagen vermeidet, um den Glukosewert zu messen, dann ist das eine sehr positive Entwicklung. Das heißt, gerade im Bereich Gesundheit etwa können solche Systeme für uns eine sehr starke Hilfe sein. Und auch im Bereich der smarten Maschinen können uns diese Maschinen eben sehr viele positive Aspekte im Leben bringen, viele lästige Arbeiten abnehmen. Ich denke, es wird wirklich eine Mischung aus beiden sein. Ich hoffe, dass wir die Gefahren aus dem Security-Bereich und der Datenschutzproblematik in den Griff bekommen und dass insbesondere die Akzeptanz solcher Systeme im Mittelpunkt steht, dass der Mensch weiter im Mittelpunkt steht
und nicht so, wie es derzeit das Internet der Dinge suggeriert, die Dinge im Vordergrund stehen. Eines dieser Assistenzsysteme ist ein digitales Assistenzsystem für den Servicebereich mit Hilfe einer Datenbrille. Da kann ein Backoffice-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Service-Mitarbeiter vor Ort unterstützen, indem durch Live-Audio- und Videoübertragung der Mitarbeiter im Backoffice sieht, was der Service-Mitarbeiter vor Ort sieht, kann ihn damit unterstützen, kann Informationen in die Datenbrille einspielen und kann ihm Anweisungen geben und sich dadurch eben Reisekosten ersparen. Die Steuerung der Datenbrille vor Ort passiert durch Sprachsteuerung und der Mitarbeiter hat dadurch beide Hände frei. Ich werde das System jetzt einmal demonstrieren und starten. Mit dem Schlüsselwort OK-Glas, Connect to Backoffice, erhalte ich jetzt hier einen Anruf auf meinem Backend-System. Ich simuliere jetzt sozusagen gleichzeitig den Backend-Mitarbeiter und den Service-Mitarbeiter. Ich nehme jetzt diesen Anruf an. Jetzt verbindet die Datenbrille sich mit dem Backoffice und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, aus diesem Datenstrom Bilder herauszunehmen, ein Bild auszuwählen und sagen, okay, hier muss etwas markiert werden, das musst du dir genauer ansehen. Der Mitarbeiter vor Ort sieht das dann in seiner Datenbrille live und kann dementsprechend reagieren. Man könnte auch hier beispielsweise einen Schaltplan oder ein beliebiges Bild hochladen, das den Mitarbeiter dann vor Ort unterstützt. In dem Fall wäre das wahrscheinlich wenig hilfreich, aber trotzdem kann man sich vorstellen, kann jeder beliebige Plan auch hochgeladen werden. Das Ganze kann für Dokumentationszwecke aufgezeichnet werden, kann auch für Demonstrationszwecke später verwendet werden und für Dokumentation ist damit ein System, das sehr einfach in die IT eingebunden werden kann und das den Mitarbeitern ein sehr kostengünstiges Servicieren von Anlagen erlaubt, wo der Backend-Mitarbeiter, der Spezialist, nicht vielleicht einen weiten Weg per Flugzeug unternehmen muss.